Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge von. Nee. Doch, 91. Folge von Project Unstable 4. Ich würde es nicht Halloween Special nennen, weil wir machen nicht unbedingt. Die Folge kommt Halloween raus, aber das ist relativ egal. Es ist kein Special. Im Endeffekt, was wir heute machen, ist Payback Time. Ich hatte ja schon letzte Folge gesagt, Payback-Punkte haben wir mittlerweile genug. Wenn ich alles zusammenzähle, glaube ich, haben wir ein iPad zusammen. Und, ja. Wir werden ein bisschen was machen. Und zwar, die Tiny Potato. Haben wir zu Halloween. Ich wollte mich jetzt hinlegen. Ich spiele zu viel Shooter. ich zoome mal ran. Ach nein, nein, warte. So. Können wir ein bisschen ranzoomen. Die Tiny Potato. Hat ja zu Halloween-Zeiten so ein schönes, böses Gesicht. Oder zu Oktoberzeiten. Und ich möchte gerne Folgendes machen. Ich würde gerne bei Flip eine Base, bei Isa eine Base und bei ja, allen, die irgendwie am Spawn und eigentlich, ich habe mittlerweile mitgekriegt, es waren nicht nur die beiden. Eddie und Master haben mitgemacht. Aber für alle schaffe ich es jetzt nicht mehr. So, also wir werden aber, wie gesagt, Eddie und Master haben noch nicht genügend Payback-Punkte gesammelt. Aber naja. So. Jetzt habe ich vor das Mikrofon gehauen. Das beginnt schon mal super. Folgendes. Ich habe mich hingesetzt, habe noch einen Solo-Run gemacht. Und wir können jetzt einen Block-Dispender machen. Und ich war fleißig. Und zwar war ich unterwegs und habe ein paar Wölfchen gesammelt. 3 Stück, um genau zu sein. Und ihr wisst, was wir jetzt tun werden. Wir werden... Ups, ich mache das mal lieber, bevor ich das jetzt hier mache. Noch einen kleinen Kasten drumherum. Wollen ja nicht, dass der Wolf ausbüchsen kann. So, ein Wölfchen. Dann mal kurz ein Redstone-Signal. Wir nehmen das Redstone-Signal weg und puff, der Wolf ist verschwunden und wir haben einen Companion Cube. Es ist so schön. Yay! Herzchen! Ein Wolf in Blockform. Schöner geht es nicht. Ich glaube, der jault auch manchmal, wenn ich mir recht entsinne. Ich mache aber mal einen zweiten. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das, wenn ich einen Block umbenenne und den abbaue? Dann ist er nicht mehr umbenannt, ne? Ah ja, er bellt manchmal. Wunderbar. So. Es tut mir leid, Hund. Es muss sein. Wuff. Wuff und weg. Huch. Nein, das war der falsche Block. So. Okay, dann haben wir jetzt 2 kleine Companion Cubes. Die müssen fürs erste erstmal reichen. So. Yay. Companion Cube. Okay. Frage ist jetzt nur. Okay, schade. Ich dachte jetzt, sie machen vielleicht noch ein Jaul-Geräusch, wenn man sie abbaut, aber leider nicht. Und zwar, was passiert, wenn ich einen umbenenne? Das kostet mich ein Level. Moment. So. Wenn ich jetzt wieder abbaue, dann ist es nicht mehr benannt, ne? Nein. Okay, gut, da hat sich das geklärt. Und wir haben die Companion Cube, das ist alles, was zählt. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe einen Haufen Pink-Blöcke gemacht. Das waren Meta-Balls, die wollte ich nicht. Diesen da. So, und ein paar Red-Blocks. Also rote Blöcke nochmal. Die roten Blöcke haben nämlich exakt die Textur, die ich haben möchte. Für dieses Ding hier in der Mitte. Es wird zwar eine sehr eintönige Tiny Potato, aber es wird eine schöne Tiny Potato, denn wir werden eine riesen Tiny Potato bauen. Also riesig nicht, aber eine große Tiny Potato. Ich habe mir da ein paar Dinge überlegt und ich würde jetzt einfach sagen, ich fliege da jetzt hin, baue schon mal ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder und dann machen wir ein kurzes Zwischenupdate an der ja Halloween-Umgestaltung ihrer Base. Okay, bis gleich. Tiny, haben sie gesagt.
Ja, also es stimmt nicht, die Farben stimmen nicht ganz überein und es ist jetzt, ich hatte dann irgendwann keinen Bock mehr, die ganzen Schattierungen zu machen und deswegen habe ich mir gesagt, also ich habe im Mund hatte ich angefangen mit den Schattierungen, da habe ich mir gesagt, ah, weißt du was, ich mache das einfach alles in einem Pinkton, das ist mir relativ egal. Wobei ich wahrscheinlich hätte lieber ein Pinkrot nehmen sollen, wenn ich so jetzt drüber nachdenke. Ist egal, reicht. In einem anderen Licht sah es außerdem genau gleich aus. Naja. So, also Tiny Potato. Tiny. So, okay. Und dann habe ich mir noch was überlegt, damit wir es wenigstens noch etwas anders machen, dass es irgendwie speziell wirkt. Wir lassen der Tiny Potato ein wenig Blut aus dem Auge kommen. Ich finde das immer das ist lustig. Ne? Also, jetzt aber mal die na. So. Können ja mal, dass hier so eine kleine Blutlache drin ist. Von der dann hier irgendwie das Blut dann so runterläuft. Irgendwie so. Ist ein bisschen schwierig, weil ich zu schnell fliege. Warte mal. Das weg. Das noch. Problem ist, hier gibt es auch noch einen Speedboost bei Flip, weil er da irgendwie einen Draw steht. Nicht einen Draw. Was sage ich Draw? Einen Beacon stehen hat. So, dann machen wir jetzt einfach das mal ein bisschen billig. So, dass es so halb wirkt, als ob. So halb gekonnt und doch nicht geschafft. So. Kann ich ein bisschen mehr. So. Achso, das kann ich nicht so machen. Das muss ich dann, Bit für Bit machen. Blut aus dem Auge kommen lassen. Wir können es ja hier noch ein bisschen höher machen, irgendwie. Dass wir hinten noch so eine bisschen größere Fläche haben. Das ist doof, wenn es zu hoch wird. Machen wir hier so eine kleine 3D-Fläche, dass es wenigstens irgendwie nach etwas aussieht. So, als würde sich hier wirklich irgendwie ein bisschen anstauen. So, da kommt ein bisschen Blut aus dem Auge. Es sieht nicht ganz so toll aus. Ich hätte wahrscheinlich die Augenhöhle ist ein bisschen zu tief, glaube ich. Glaube ich, hätte das so ein bisschen weiter nach vorne machen müssen. Ist ein bisschen doof. Naja, gut. Soll eigentlich dann soweit reichen. Ich mache es hier noch ein bisschen dicker und dann würde ich sagen. Kann ja hier. Okay, das ist doof. An du. Okay, dann würde ich sagen, ich bastel noch ein bisschen weiter. Ich wollte nur mal so Zwischenschritt ja zeigen jetzt hier, wie es gerade so aussieht mit unserer Tiny Potato, die hier langsam Form und Gestalt annimmt. Jedenfalls hoffe ich das. So, hier auch noch mal so ein kleines. So, dass es hier auch noch so ein bisschen runtertropft. So, dann können wir es hier hinten auch nochmal machen. So, ein kleines bisschen hier hinten. Wunderbar. Okay, dann mache ich jetzt noch ein bisschen weiter und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Das war die falsche Taste. Das war die Druckentaste. Das ist falsch. Ich muss auf die Taste drücken. So. Folgendes. Wo ist mein. Da ist mein. Okay, ich muss ja gucken, wie lange ich schon aufnehme. Genau. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken, wie viel habe ich jetzt eigentlich schon aufgenommen, dass ich nicht zu viel. Es wird nicht viel sein, was wir bisher haben, aber trotzdem, nur um sicher zu gehen. Das. Das. Ah, ne, ich kann das hier drüben machen. Nein, Moment. Das und das. Eigenschaften. Mache ich natürlich in der Folge, um Folgenzeit zu strecken. Okay, wir haben 9 Minuten. Also jetzt ungefähr gleich 10. So. Und zwar. Also mein Mikrofon bewegt sich immer ein Stück nach rechts. Das ist gerade ein bisschen nervig. Ich gehe mal ganz zum Spawn. Und zwar habe ich hier noch ein bisschen ausgebaut jetzt. Ich habe ein bisschen mehr Blut hingemacht. Ich habe hier so ein schönes
Podest noch gebaut gehabt, hab hier nochmal zwei Almost Dance hingestellt und hab jetzt hier nochmal hingeschrieben Tiny. Tiny Potato, I show you the meaning of tiny. Ja. Und dann halt hier so ein Ding. Und ich habe noch zwei Dinge vor. Zum einen möchte ich gerne was aufbauen. Das baue ich mal hier hin. Und zwar habe ich dafür Mechanical User und so weiter. Also ich werde mal ganz kurz zeigen, was ich vorhabe. Weg. So, und zwar möchte ich gerne einen kleinen Käfig bauen mit dickem Glas. Bis auf diesen einen Block hier. Da möchte ich nämlich gerne einen Blockspender haben. Machen wir hier wieder zu. Bauen den Kasten komplett. So, damit man hier schön reingucken kann. Und dann werden wir hier flippen noch ein Schildchen hinpacken gleich. Zuerst packe ich aber mal hier kurz. Na verdammt. Okay, nehmen wir gleich das Schild mit. Sign. Ich nehme mal zwei mit für weiß. So. Und dann brauchen wir noch Redstone. Ich nehme mal so eine Conduit. Ja. So eine Conduit. Okay, und zwar. Muss ich jetzt zum Spawn? Mensch. Nein. So. Okay. Und zwar habe ich mir nämlich überlegt, wir packen hier unten in den Mechanical User. Die Sorval rein vom Wolf. Und damit es funktioniert, müssen wir aber Left Slot und dann Use Item on Block machen. Ich mache den hier mal kurz weg. Nur mal, um es zu zeigen. Wir haben dann hier die Conduit. Wir müssen natürlich noch verbinden. Nehmen wir mal das Ding hier. Chip. Und Chip. Sowie Chip. Und dann haben wir folgendes. Wir haben einen Self-Resetting Lever. Ich packe hier mal schon mal den Wolf rein. Ja, jetzt hat er es ausgelöst. Achso, weil ich doof bin. Warte, Wolf. Komm mal wieder her. Weil ich will nämlich gerne, dass Flip selber den Wolf einfängt und sich selber einen Companion Cube macht, auch wenn er es eigentlich nicht will, weil es brutal ist, aber ist egal. Man muss die Leute manchmal zu ihrem Glück zwingen. So, also wir machen das so. Das Ding, Redstone active, okay. Dann haben wir hier noch Glas. Und dann haben wir hier den Lever. Wir platzieren den Wolf. Dann ist 10 Sekunden Ruhe. Das ist ein Self-Resetting Lever von NIO. Das heißt, nach 10 Sekunden, haben wir jetzt gerade gesehen, resettet er sich. Und das ist, was wir im Endeffekt brauchen. Dann haben wir jetzt hier noch den Block Dispender. Und jetzt möchte ich gerne noch eine Sache testen, und zwar ohne einen Wolf. Und zwar, ob denn der Dispender auch auslöst. Also ich packe jetzt hier mal einen Block rein, um zu testen. Immer Companion Cube. Er platziert. Und er sollte jetzt gleich, wenn das Redstone-Signal wieder weggeht, sollte er den Block wieder einsammeln. Hoffe ich. Sehr gut. Okay, dann funktioniert das. Wunderbar. Und dann können wir jetzt hier unten das Wölfschnei ballern. So. Mach hier um dicht. Schreiben wir hier noch ein schönes Schild, und zwar an Flip. Leg bitte einmal den Schalter links. Schalter auf der linken Seite um. Jetzt schreiben wir Seite groß. Seite. Um und warte mal 10 Sekunden. Punkt, Punkt. Ich wünsche dir. Warte, wie nennen wir es? Ich möchte ihm gerne unter die Nase reiben, dass er es war.
Und warte mal 10 Sekunden. Und dann erkläre das mal deinen Zuschauern. Nee, kann ich machen. Und dann viel Spaß bei der Rechtfertigung. Klingt auch doof. Verdammt, ich hätte mir das überlegen sollen. Und warte mal 10 Sekunden. Punkt. Punkt, Punkt. Viel Spaß beim Rechtfertigen. Punkt, Punkt, Punkt. So, okay. Das ist fertig. Ich hoffe, Flip hat Spaß. Und hat da einen wunderschönen Companion. Den sollte ich vielleicht rausnehmen. Mein Companion Cube. Einen habe ich übrigens hier bei der Säge gepackt. Ich habe auch die Säge schön dekoriert. Hab hier auch schön dekoriert. Hier steht auch noch ein Mannequin von mir. Hier fällt noch ein bisschen Blut runter. Wie gesagt, das Ding ist ja eh Blutlache ohne Ende. Ich habe auch ganz viele Tiny Potato hier platziert. Ich habe auch noch ein paar, die ich wahrscheinlich überall noch irgendwo hin platzieren werde, weil sie das bei mir gemacht haben. Und das hier sind halt riesen Ansammlungen. Ich könnte noch ein Schild aufstellen. Vielleicht stelle ich noch ein paar Schilder auf. Ein paar Sachen. Und dann werden wir noch ein paar Tiny Potato verteilen. Und dann möchte ich noch eine Sache gerne machen. Dafür muss ich eh nochmal nach Hause. Hilfe. So, und zwar machen wir was ganz Tolles. Wir nehmen uns etwas Soul Sand. 1, 2, 3, 4. Wir nehmen uns eine Soul Vial mit. Ich hoffe, das ging. Wir werden sehen. Wir nehmen uns Withers Skelettköpfe. 1, 2, 3. Dann in der Hoffnung, ich kriege es hin, ohne die ganze Landschaft zu zerstören. Ich nehme mal noch einen Pinkinator mit. Ihr wisst, was kommt. Yay! Wir machen uns einen kleinen Pinkin-Witter. Okay. Das ist alles, was wir brauchen. Ich platziere es jetzt mal in die Landschaft. In der Hoffnung, es geht alles gut. Und der zerstört mir nicht meine Base. Hallo? Ah, jetzt. Kann ich das jetzt schon? Ja! Okay. Irgendwie, okay, ich kann ihn nicht mitnehmen. Das war mir schon fast bewusst. Kann ich ihn denn aufsetzen mit dem Ding hier? Huch. Ich habe ihn, okay. Gut, dann kann ich ihn so mitnehmen. Er sieht leider von Ender.io, die Dinger haben so ein bisschen Probleme beim Rendern. Das ist ein bisschen schade. Aber, ja. Meinen kleinen pinken Witter. Und, ich mache mal Folgendes. Ich lass mal Pinky irgendwo, wo er vielleicht nicht weg kann. Hier, Pinky, bleib mal kurz hier. Ich hole in der Zeit mein Golden Lasso. In der Hoffnung, dass ich dich damit einsammeln kann. Weil dann kann ich es nämlich da drin umbenennen. Ich glaube, das ging. Oder? Huch. Pink Wither ist ein hostile Mob. Muss ich dafür einen Cursed Lasso nehmen? Kann sein, dass ich dafür einen Cursed Lasso brauche. Das braucht wahrscheinlich den Schaden, ne? Ist too powerful. Ja, okay. Ich kann ihn leider nicht umbenennen. Name Tag. Damage. Wie nennt man? Pinky ist ein bisschen langweilig, ne? Machen wir mal Pinky.
das Pinky. Machen wir es so. So, das Pinky. Huch. Das Pinky. Nimm dich mal mit. Kriegst du Schaden? Okay. Kann ich schlafen? Der Hostile Mob. Okay, er zählt als Hostile Mob. Das ist schade. Okay, folgendes Pinky. Kommst mit? Kann ich nicht mit dir teleportieren? Anscheinend nicht. Okay, er wirft dich so runter. Alles klar, Pinky, dann nehme ich dich so mit und dann fliege ich jetzt einfach. Okay, dann würde ich sagen, ich fliege schnell zum Spawn und wir sehen uns dann gleich. Ach du Scheiße, auf der Minimap. Ja, ne? Geht so. Ach komm, wir fliegen jetzt einfach so hin, dann machen wir das jetzt noch am Ende der Folge jetzt komplett. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Schildchen aufstellen, offscreen, mit ein paar lustigen Sprüchen drauf, weil man muss ja nicht unbedingt alles zeigen. Ich wollte halt zeigen, was ich vorbereitet habe, dass ihr wisst, was euch erwartet bei Flip. Es wird wahrscheinlich ein paar Tage dauern, ich wette so 4 bis 5, bis dann die Folge kommt. Wo fliege ich denn hin? Bis dann die Folge bei Flip kommt, aber dann... Ja. Ja. Ich weiß halt nicht, ob Pinky auf mich ist oder ob der auf jeden freundlich ist. Ich habe keine Ahnung. Folgendes Pinky. So. Pinky, willkommen in deinem neuen Zuhause. Hui. Geht ab. Gleich erstmal in die Ecke gestürmt. Sieht man ihn von draußen? Ich hoffe nicht. Oh, Pinky. Okay, folgendes. Ich brauche Glas. Ganz dringend. Huch. Glas. Wir haben nicht genug Glas. Glas. 60. 60. Oh Mann, Haufen Glas jetzt schnell. Und packen das mal hier rein. Nehme ich Quiet Clear Glas raus. Dafür habe ich den Drawer da nämlich fertig gemacht. Und dann gucken wir jetzt mal schnell bei Pinky vorbei. Pinky, du kommst noch mal kurz mit. Huch. So. Okay, ich kann leider nicht, wenn Pinky, okay. Ich mache jetzt hier in die Mitte eine 2x2, das sollte hoffentlich reichen, vor allem weil es Glas ist. So dass Pinky nicht unbedingt stirbt. Ich glaube, Pinky kann ja nicht fliegen. Von daher sollte das eigentlich überhaupt kein Problem sein. Piggyback? Ah, ich hab ihn wieder auf. Toll. So. Okay. Pinky, kannst du da reingehen? Du bist zu fett, ne? Ah, Pinky ist zu fett. Pinky, du bist doof. Warte. Versuchen das mal irgendwie zu verhindern. Pinky hier drin feststeckt. Und mach mal diesen da. Pinky, geh mal irgendwo hin, genau. Nee, du passt da rein, guck. Das ist ein Block breit. Da passt Pinky hin. Also wird das so gehen. Ich das hier so machen. So, machen wir es hier mal ganz schön. So, komm mit, Pinky. Oh, es tut mir leid, Pinky. So, okay. Geht. Okay. Ich wünsche Flip viel Spaß dabei. So, warte mal. Lass mal mit. Machen wir hier oben einfach eine Decke drauf. Ach, guck mal, es reicht genau. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt hier Pinky drin. Man sieht den Namen von Pinky nicht. Man sieht auf der Minimap so ein bisschen. Man hört ihn auch. Oh, das war doof. Ich krieg, glaube ich, keinen vollen Block mehr zusammen. Dann muss ich nochmal von der Base dann einen holen. Ich glaube, ich stelle aber nochmal einen Zaubermuffler mit hin. Es ist schon ein bisschen sehr laut, glaube ich, ne? Oder wir lassen es. Warum nicht? Ich meine, es ist ja nur nervig. Pinky. So. Das ist ja der ganze Sinn der Sache. Es soll ja nervig sein. Der ganze Sinn dahinter, was wir da gerade machen an der Aktion. So. Okay. Alles klar.
Wunderbar. Das heißt, in der Potato wartet noch eine kleine Überraschung für Flip. Und was weiß ich, die anderen hier. Na egal. Das noch mal so. Okay, dann werde ich wahrscheinlich jetzt mich dann einfach noch hinsetzen. Werde noch ein bisschen Teeny Potato platzieren. Übrigens, es ist lustig. Es ist natürlich Tag. Chiselblöcke. Falls ihr es nicht wusstet. Chiselblöcke lassen Licht komplett durch. Deswegen habe ich das hier alles gechiselt. Und habe hier eine Fackel gesetzt. Sodass praktisch in der Nacht ein Beleuchtungseffekt entsteht. Also man muss es bei der Nacht betrachten. In der Nacht ist praktisch dann hier die Beleuchtung. Es sieht dann wirklich fast so aus wie die Original-Potato. Durch das Licht, was hier praktisch durch diese Stellen durchkommt. Ist relativ schön. Von den Seiten nicht, aber von vorne. Okay. Genau, so, damit haben wir das eigentlich fertig. Tiny. Und, ich werde noch ein paar Dinge hinstellen. Ich bin nicht der Beste in Sprüchen und so weiter. Ein bisschen doof. Aber bei Blind Magic habe ich noch nichts gemacht. Und da fallen mir noch ein paar Dinge ein, was ich hier machen könnte. Und das werde ich wahrscheinlich dann auch tun. Aber wie gesagt, das wäre es erstmal. Es wird ein paar Tage dauern, bis es bei Flip kommt, wie gesagt. Aber dann könnt ihr es wahrscheinlich euch mal angucken hier, was Flip so davon hält, von das Pinky und seiner kleinen... seinem kleinen Companion Cube. Ich hätte schreiben müssen. Warte mal. Achso. Und warte mal 10 Sekunden. Nicht viel Spaß beim Rechtfertigen, sondern viel Spaß mit deine. Nein. Ich hoffe, dein. Nee. Du magst. Das Schild hat zu wenig Zeichen. Ich hoffe dein. Was war das jetzt? Kann ich wirklich? Ich hoffe du magst. Ich kann das S nicht schreiben, aber ich kann das T schreiben. hoffentlich magst du deinen. Kein Companion nicht schreiben. Kann ich wenigstens deinen Companion schreiben? Okay. Kann ich dein Nim Companion schreiben? Ja, okay. Viel Spaß mit deinem Companion. nee, den anderen behalte ich mal. Vielleicht sieht er hier hinten schon eher. Ich denke aber nicht. Ich denke, er wird hier hingehen. Ich bin wirklich mal gespannt, was er dann dazu sagt, wenn er dann einen ja, kleinen neuen Freund bei sich hat. Ich schreibe mal nur an Flip. Damit keiner auf die Idee kommt, den Hebel umzulegen. Nicht, dass da irgendeiner was macht. Und wenn er es macht, dann ist derjenige schuld. Da muss ich das rechtfertigen. Okay, ja. Wie gesagt, das wäre dann so mein Zeug für Flip. Ich, wie gesagt, noch ein paar Schildchen werde ich platzieren, noch ein bisschen mehr Blut verteilen. Die ganzen böse guckenden Kürbisse hier sind übrigens von mir. Die ganzen deep guckenden sind von Flip, weil er anscheinend nicht wusste, dass man die, oder von jemand anders. Weil es gibt ja die normalen Pumpkins. Und man kann die aber, wenn man die zusammencraftet, von Botania zu diesen Fell Pumpkins machen. Und die gucken dann richtig schön böse. Ja, genau.
Okay. Ich hätte natürlich auch das böse Gesicht machen können. Weil ich meine, das Gesicht hier drinnen, ne? Ist ja das Gesicht von hier, aber na gut, das passt eh am besten. Ich glaube, das passt am besten zur Tiny Potato. Ja. Jetzt haben wir hier oben noch ein paar Kartoffeln. So, haben wir noch. So, egal. Also ich gehe noch ein bisschen mit den Kartoffeln blasieren, werden vielleicht noch ein, zwei kleine Überraschungen bauen. Mal gucken, was mir jetzt noch einfällt. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war heute mal ein bisschen was anderes. Wie gesagt, wir haben mehr gebaut und mehr gemacht. Was ist denn hier eigentlich los? Ich glaube, Flip hat schon eine Überraschung von anderen Leuten bekommen. Halloween. Gott, die komplette... Das komplette Haus ist voll mit Tinnohr. Was Scheiße. Okay, das war ich nicht. Und anscheinend Hühnchen. Ich höre Hühner da drinnen. Ist hier irgendwo eine Dachluke? Ist ein Dachfenster? Ja, okay, oben ist frei. Also wahrscheinlich sind unten drin Hühnchen. Naja, gut, egal. Dann auf Wiedersehen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achso, und keine Ahnung. Entweder fröhlichen Reformationstag oder Happy Halloween, je nachdem, was euch mehr bedeutet. Keine Ahnung. Ciao.